Die Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig kommen in der 3. Fußballliga nicht in Schwung. Am dritten Spieltag verlor der viermalige deutsche Meister Kaiserslautern 1:2-0 gegen Preußen Münster. Braunschweig wartet nach einem 1:1-0 gegen den FSV Zwickau weiter auf den ersten Saisonsieg. Mit 4 Zählern aus den ersten 3 Saisonspielen liegt Kaiserslautern im Tabellenmittelfeld. Die Braunschweiger haben mit nur 2 Punkten gar einen Fehlstart hingelegt. Der bisherige Tabellenführer Carl Zeiss Jena gab seine Spitzenposition durch ein deutliches 0:3 gegen den Halschen FC ab. Vor 22.881 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion von Kaiserslautern brachte Verteidiger Kevin Kraus, 50, das lange Zeit spielerisch überlegene Team von Trainer Michael Fronzek in Führung. Fabian Mennig, 75. und Martin Kobylanski, 90+2, drehten die Partie zugunsten der Preußen. In Braunschweig gerieten die Niedersachsen durch ein Gegentor von Nils Miatke, 33. Auch im dritten Saisonspiel zunächst in Rückstand. Philipp Hofmann, 69. sicherte der Eintracht per Elfmeter zumindest einen Punkt. Tabellenführer Energie Cottbus kann seine Führung am Mittwoch mit einem Sieg gegen die Spielvereinigung Unterhaching weiter ausbauen. Neben dem früheren Bundesligisten hat nur der VfL Osnabrück bislang die volle Punktausbeute. Osnabrück empfängt am Mittwoch, beide 19 Uhr, Aufsteiger 1860 München. Sit